Hallo und schön, dass du da bist. Ich möchte mit dir jetzt ein bisschen über meine Adventskalender schnacken, die ich im Jahr 2023 so hatte. Das waren dieses Jahr wieder einige. Drei habe ich mir selbst gekauft, einen habe ich getauscht und einen habe ich dann noch von meiner Mama bekommen. Genau, ich möchte mit dir halt drüber schnacken, was waren das für Adventskalender? Was für Optionen, Möglichkeiten etc. gab es im Bestellprozess und was halte ich denn eigentlich davon? Um ja, dir vielleicht einen Anhaltspunkt zu geben für nächstes Jahr, vielleicht ja, entdeckst du Färberinnen oder ja, Dinge, die du noch nicht kanntest, die für dich interessant sind. Natürlich, die Adventskalender so gibt es nicht mehr, das ist ganz klar. Und was die Färberinnen nächstes Jahr anbieten, kann ich nicht sagen, ob sie überhaupt Adventskalender anbieten. Aber ich persönlich finde solche Videos bzw. Berichte über die Adventskalender immer super spannend und schaue mir das total gerne an. Genau. Licht ist nicht mehr so optimal, aber ich habe die ganzen Stränge der Adventskalender abfotografiert und abgefilmt bei gutem Licht. Die blende ich hier ein und ich hoffe, dann ist es nicht ganz so relevant, dass ich hier so ein bisschen im Dunkel versinke. Aber wir haben halt immer noch Winter. Genau. So, ich habe schon angedeutet, ich habe mir drei Adventskalender selber gekauft und genau mit denen fange ich an und erzähle dir ein wenig was über die. Jetzt in keiner von, also bestimmten Reihenfolge, sondern einfach so, wie ich es mir halt nach und nach aufgeschrieben habe. Fangen wir zuerst an mit dem Adventskalender von Phoebe and Mercy Yarns. Da gab es dieses Jahr einen Sockset-Adventskalender, bestehend aus vier Päckchen für die vier Adventssonntage. Eben in jedem war in meinem Fall ein Sockset. Aber es gab da tatsächlich drei verschiedene Bases zur Auswahl und zwei verschiedene Größen pro Qualität. Es war, glaube ich, einmal eben so eine Merino High Twist Sock. Das ist also ein zweifach verzwirnter Sockengarn. Dafür habe ich mich entschieden. Es gab eine DK-Variante und ich glaube ein Merino Seidengarn. Und dann gab es einmal die Option, die ich gewählt habe, bestehend aus einem 100 Gramm Strang und einem 20 Gramm Mini, farblich dazu passend. Es gab aber auch die Möglichkeit, sich diese zwei Farben, die es pro Sonntag gab, als zwei Mini-Stränge zu bestellen. Und das fand ich auch tatsächlich ziemlich raffiniert, denn dadurch wird der ganze Kalender natürlich ein bisschen günstiger. Außerdem, zusätzlich zu den verschiedenen Qualitäts- und Größenoptionen, gab es zwei Themenwelten zur Auswahl, die sich die Christine dieses Jahr überlegt hat und ja, denen entsprechend sie Wolle gefärbt hat. Und zwar einmal war das die Themenwelt Winter Getaway. Das ist eben so verträumte, weihnachtlich-winterliche, cozy Färbung beinhaltet hat. Und dann die Variante, für die ich mich entschieden habe, A Fantastic Christmas. Inspiriert von, ja, vielen Fantasy, Romanen, Buchreihen, Serien, Filmen. Und das war wunderschön aufzumachen. Ich habe mich, wie gesagt, für die Sockset-Variante entschieden. Und es waren auch noch Kleinigkeiten dabei, zusätzlich zu den Strängen. Ja, eine Karte, mal ein Sticker oder Maschenmarkierer. Wirklich, wirklich schön. Preislich lagen diese Adventskalender zwischen 54 und 125 Euro, je nach Größe des Kalenders, also 54 für die Mini-Stränge in der günstigsten Base, 125 das Sockset mit dem Merino-Seidengarn und das andere lag dazwischen. Ich habe für meinen Adventskalender 116 Euro gezahlt für die vier Socksets. Versandkosten kommen ab 75 Euro nicht mehr dazu. Das heißt, da ja, musste man sich dann auch keine weiteren Gedanken zu machen. Ich fand den Kalender wunderschön. Gerade neben diesen Themenwelten. Und dass einen das so in diese, ja, magischen Welten entführt hat.
Was eben auch an der Namensgebung lag. Also es gab dann eben Christmas at Winterfell, das war der erste Adventssonntag, und dann Christmas at Bag's End. At Bag End, also in Beutelstadt? Beutel End. Oh Gott, Herr der Ringe ist nicht mein Universum, es tut mir schrecklich leid. Dann, ich würde fast sagen, meine Lieblingsfärbung: Christmas at Numenor. Das ist hier dieses wunderschöne Senfgelb mit dem dunklen Blau. Und namentlich mein Highlight, und ich finde auch den das Sockset wirklich, wirklich schön. Das war vom vierten Adventssonntag die Färbung Christmas at Hogwarts. Und ich meine, die hat mein Herz. Das ist Hogwarts. ja, aber wie gesagt, wirklich, wirklich schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut und freue mich da auch auf das Verarbeiten. Und finde tatsächlich auch, dass das preis-leistungsmäßig wirklich gut passt. Und ich mag die Färbung von Christine super, super gerne. Und ich mag auch ihre Fantasy-Namensgebung. Also sie bewegt sich ja viel so im Herr der Ringe-Universum. Aber ich mag diese zarten Färbungen, und ich mag dann auch diesen, ja, leicht magischen Bezug, den sie durch diese Fantasy-Welten damit reinbringt. So, dann der zweite Kalender, den ich hatte, der ist von Ann Riegler, zauberhaft handgemacht. Das ist eine Handfärberin aus Österreich. Das Thema hier war A Midsummer Night's Dream. Das war ein Fate-Set, bestehend aus vier Strängen. Das hier war das Inspirationsbild. Ich fand es so richtig schön mystisch, grün, blau, pinkig, waldig. Ich glaube, auch hier gab es verschiedene Bases. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe die Merino Sock, eine 85-15 Mischung mit 400 Meter auf 100 Gramm, eine ganz, 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 ganz tolle Qualität. Also die fühlt sich richtig, richtig toll an. Genau. Außerdem gab es auch bei dem Adventskalender einige Zugaben dazu, also Tee und mein Keks, ein Label, eine Handarbeitsschere, eine total hübsche. Und außerdem am ersten Adventssonntag eine E-Mail mit einer Tuchanleitung, die extra für diesen Fade entworfen wurde von Monika Kaulen. Kaulen. Genau, das soweit. Ich habe für meine Base 136 € gezahlt. Auch hier war der Versand ab 75 € auch aus Österreich frei. Das ist dann natürlich auch immer ein Vorteil, gerade bei so entfernteren Handfärbern. Ja, ich finde den Fade insgesamt stimmig. Ich war beim Öffnen des ersten Türchens, das war der hellste Strang, aber schon perplex bis enttäuscht, weil das nicht das war, was ich erwartet habe. Also ich bin tatsächlich farblich eher in diese mystisch-waldige Midsummer Night's Dream. Also auf diesem Inspirationsbild ist hier in der Mitte groß und grün. Dann haben wir hier viel dunkelblau, ja, pink und so ist auch mit drin. Aber das war für mich nicht so das Dominante. Und wenn dann das Pink, das hier auftaucht, ist nicht das Neonrosa, das hier auftaucht. Wie gesagt, der erste Strang, der hat mir gar nicht gefallen. Also ich finde ihn total schön gefärbt. Versteht mich nicht falsch. Es war nicht das, was ich erwartet habe. Und das ist halt das, was man bei so Adventskalendern oder Überraschungs Dingern halt auch immer hat. Man weiß nicht, was man bekommt. Und also ein Inspirationsbild ist super schön, aber so wie ich das Inspirationsbild wahrnehme, muss es ja nicht auch derjenige wahrnehmen, der es färbt. Und das kann dann halt immer so ein bisschen gegeneinander spielen und für Enttäuschungen sorgen. Wie gesagt, den Fade jetzt so im Gesamten finde ich ganz hübsch. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich so verstricken werde. Bin ich mir nicht sicher. Ich finde den letzten Strang unfassbar schön. Also den finde ich traumhaft. Qualitativ, also wirklich toll.
wirklich, wirklich toll. Da kann man nicht sagen, es sind alle wirklich schön gefärbt. Wie gesagt, das ist einfach wieder die Erwartungshaltung, die hier von mir nicht ganz hundertprozentig getroffen wurde. Das, was man von dem, also in der Anleitung, die man am ersten Adventssonntag bekommen hat, war das Bild schwarz-weiß. Und jetzt auch noch nicht so richtig super detailliert zu erkennen, wie der Schal aussehen soll. Ich fand ihn aber ganz ansprechend. Muss mal gucken, ob es da jetzt schon irgendwo Bilder mit Farbe gibt, um da ja mal Überblick zu bekommen, ob das vielleicht doch eine Idee wäre, wie dominant das die ersten zwei Stränge da sind, ob ich das stricken möchte oder nicht. Ich weiß nicht. Im Zweifelsfall werden da Einzelprojekte draus, ne? Also das ist auch immer eine Option. Aber ja, hat meine Erwartung nicht so hundertprozentig getroffen. Aber das ist in Ordnung. Dann der dritte Adventskalender, den ich hatte, war diesmal ein Adventskalender bestehend aus 24 20 Gramm Minis. Und zwar der von Kiezgarn. Sie hatte dieses Jahr einen großen Countdown-Kalender mit 24 20 Gramm Minis sowie auch eine kleine Variante mit 10 20 Gramm Minis. Es war nicht wirklich ein Thema vorgegeben, sondern es hieß, dass es winterlich gemütliche Farben werden. Auf Instagram gab es dann zwei Inspirationsbilder, die ich dir hier einfach mal einblende, die mich dann tatsächlich auch dazu bewogen haben zu bestellen. Gefärbt hat sie das auf der Merino Sock, 80% Merino, 20% Poly, 73 Meter auf 20 Gramm. Der Preis für den großen Kalender lag bei 165 Euro, der Preis für den kleinen bei 70. Und es kam auch beim großen Kalender noch 6 Euro Versandkosten obendrauf. Also es waren dann farbliche Überschneidungen. Also der 10 Gramm Kalender, der kleine Kalender hat halt 10 Farben aus dem großen beinhaltet. Also es war nicht, dass es irgendwie zusätzliche Farben gewesen wären, sondern es gab da die Überschneidung. Zugaben gab es in diesem Kalender nicht. Ich habe mich für die große Variante entschieden. Ja. Auch da ist die Schere zwischen dem, was ich erwartet habe, anhand der Färbung und wie für mich, also wie ich winterlich gemütliche Farben interpretiert hätte und dem, was dann gekommen ist, da ja, gab es halt einfach eine Diskrepanz. Also es gibt Färbungen da in diesem Kalender, die finde ich wunderschön. Also hier zum Beispiel so diese moodigen Töne, die so ein bisschen schlammig, matschig aussehen. Die Minis haben alle einen Namen. Das gefällt mir super gut. Auch wenn ich nicht bei jedem Namen verstehe, warum das winterlich gemütlich sein soll. Aber gut, das ist ja auch immer Auslegungssache. Hier, das sind so die zwei Farben, die ich mit am coolsten finde, weil es einfach wirklich Weihnachten und Winter schreit. Das ist so eine Pflaumenfarbe und so ein dunkles Grün. Sind auch Stränge dabei, die ich nicht so richtig cool fand, aber im Gesamten ist der Kalender auch wieder stimmig und die Nora färbt unfassbar toll. Also das ist wie, ne, das ist halt auch keine Kritik an der Qualität oder dergleichen, sondern es sind einfach, ja, dass meine Erwartungshaltung da vielleicht einfach falsch war oder zumindest anders war als das, was sich eben die Färberin gedacht hat. Und das ist völlig in Ordnung, das Risiko geht man bei Adventskalendern immer ein. Und ich finde auch nicht, dass dieser Kalender blöd ist oder schlecht oder dergleichen. Die Stränge sind alle hübsch gefärbt und ich kann mir auch bei allen vorstellen, sie zu verstricken. Ich habe hier drüber nachgedacht, ob ich da nicht so eine Sweet Shop Blanket von Laura Penrose draus stricke. Die wird aus DK-Garn gestrickt. Da braucht man also ist das quasi so eine Restedecke. Man kann eben, die eben auch aus so Quadraten besteht. Und das sieht dann so ein bisschen patchwork-quiltig aus, mit einem Dreieck in einer bunten Farbe und einem Dreieck in einer Hauptfarbe, die sich durch die gesamte Decke zieht, die das Ganze so ein bisschen runterholt und da kein kunterbuntes Resteprojekt draus macht. Also man kann natürlich auch Reste aneinander stricken oder dergleichen. Und da braucht man halt pro Quadrat 10 Gramm DK-Garn.
beziehungsweise doppelt genommen. Fingering. Muss ich mal gucken, ob das auch mit der geringeren Lauflänge hier dann funktionieren würde, weil es ja keine 400 Meter auf 100 Gramm sind, sondern nur die 366 oder so. Weiß ich noch nicht, könnte ich mir aber tatsächlich so für die Farbwelt des ganzen Kalenders gut vorstellen. Aber ist noch nicht final entschieden, kann ich nicht sagen. genau, das dazu. Dann der vierte Kalender, den habe ich mir nicht selber gekauft, sondern das war ein Tauschprojekt quasi, an dem ich teilgenommen habe. Und zwar war das der Scrappy Advent Swap von The Crea Bear. Die hat das Ganze organisiert. Ich meine, die Anmeldung dafür lief im September. Und da konnte man sich dann, ich glaube, über so Google-Dokumente oder so ein Ding ausfüllen, also so ein Formular ausfüllen mit sämtlichen Details von einem. Also jetzt auch nicht. Also das klingt jetzt datenschutzmäßig ganz grausam. Nein, aber da wurde einfach abgefragt, welche Adventskalender-Optionen man haben wollen würde, beziehungsweise ob man nur einen Adventskalender bekommen möchte oder ob man einen verschicken und bekommen möchte oder ob man nur einen verschicken möchte. Und da gab es dann eben verschiedene Optionen mit einmal, ich glaube, 12 10 Gramm Minis, 24 10 Gramm Minis oder auch 400 Gramm Stränge. Das waren alles Optionen, die man angeben konnte. Dann sollte man ein bisschen was über seinen Farbgeschmack erzählen, also was man so ja, für Farben, für Fasern haben wollen würde, was einem gefällt, dann was man verschicken würde. Und das hat die Rebecca dann alles zusammengematcht. Und man hat eben eine feste Tauschpartnerin oder einen festen Tauschpartner bekommen. Genau, man konnte auch noch angeben, ob man national oder international verschicken möchte. Ich meine, die Rebecca kommt aus Schottland. Das waren halt auch viele Stricker von da und da konnte man halt sagen, möchte man quasi nur EU oder Worldwide oder, ja, da gab es verschiedene Optionen, die man auswählen konnte. Je nachdem, wie auch die Versandkosten für einen gepasst haben. Das hat Rebecca dann, wie gesagt, alles zusammengematcht. Es gab eine E-Mail, also ich fand mich auch immer super geupdatet, es hat sich dann alles ein bisschen verzogen, weil es doch mehr Teilnehmer gab, als sie erwartet hat und das Ganze mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als sie gedacht hat wahrscheinlich. Aber es gab immer wieder Update-Mails, wie so der Fortschritt gelaufen ist, was sie gerade macht. Und dann auch wirklich rechtzeitig noch. Also so, dass wirklich ausreichend Zeit war, dann einen Adventskalender passend für die Tauschpartnerin zu packen, fand ich. Also ich fand das recht entspannt, so vom zeitlichen Ablauf. Wie gesagt, dann gab es eine Mail mit eben den Informationen, also wie man oder wie der oder die Partnerin auf Instagram heißt, eine E-Mail-Adresse, was da so die farblichen Vorlieben und die Faservorlieben sind. Und dann konnte man eben in Kontakt treten, sich austauschen, nochmal Dinge abklären. Und das war ein super, super schöner Kontakt mit meiner Tauschpartnerin. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Und ich finde, dafür sind diese Adventskalender-Geschichten oder auch Fibershare-Projekte, die es früher gab, unfassbar toll, um einfach in Kontakt zu kommen. Denn, ich sag mal, Wolle kann man sich auch selber kaufen, so vom Prinzip her. Aber dieser Kontakt, dieser Austausch, dieses Leute kennenlernen, das war unfassbar schön. Und ich hatte auch das Gefühl, also so fasertechnisch vielleicht nicht, aber so farbtechnisch sind Saskia und ich komplett auf einer Wellenlänge gewesen. Und das war richtig schön. Wer möchte, sie hat auch einen YouTube-Podcast, auf Englisch allerdings. Also Saskia lebt in der Schweiz, aber so nah, dass sie innerhalb von Deutschland verschicken konnten. Das hat versandkostentechnisch definitiv geholfen. Sie hat einen englischsprachigen YouTube-Kanal, Knitting Eyelets. Ich blende es hier ein, ich verlinke es unten. Schaut das super gerne mal vorbei. Sie strickt echt coole Projekte. Auch so Sachen, die man nicht überall sieht, die aber noch mehr Anerkennung brauchen eigentlich. Und also ich habe da schon einige schöne Sachen entdeckt, für die ich mir dachte, vielleicht kriege ich das auch. Genau. Und ja, die Saskia hat für mich einen Kalender gepackt, der neben den 24 10 Gramm Minis, also es waren häufig auch mehr als 10 Gramm, auch
auch viele andere Leckereien beinhaltet haben. Also Schokolade aus der Schweiz und ja, Gebäck und dergleichen. Also richtig ein wirklich schön liebevoll verpacktes Paket. Es hat beim Auspacken dann auch richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, auch hier, ich hing irgendwann hinterher, weil einfach der Rest des Lebens wichtiger war. Und ich auch nicht, wie gesagt, ich war wirklich erst nach Weihnachten in Weihnachtsstimmung. Also Weihnachten vielleicht auch, aber da hatte ich keine Zeit, Adventskalender auszupacken. Und dann halt erst danach, vorher, ja, war alles ein bisschen viel. Die Auswahl an Wolle, die mich erreicht hat, das war viel Sockenwolle, viel auch Sommergarne, was ich total cool fand, um die auch auszuprobieren, weil das ist ja was, in dem Feld bin ich einfach nicht so bewandert, weil ich mir dann immer denke, ich könnte auch coole handgefärbte Wolle kaufen. Warum soll ich mir irgendein Sommergarn kaufen, bei dem ich vielleicht das Gefühl gar nicht mag? Also ich bin da nicht so. Nee. Aber jetzt habe ich hier halt tatsächlich eine kleine Auswahl an auch Sommergarnen in dem Paket gehabt, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich da tatsächlich draus mache, weil das ist natürlich auch so 10, 20 oder 30 Gramm schwer, irgendwas zu machen. Und ja, vielleicht wandern die auch mit in der Restedecke oder so, die ich vielleicht irgendwann. Wer weiß. Aber so zum Anfassen und um ein Strickgefühl dafür zu kriegen, finde ich das mega cool. Genau, es waren noch einige handgefärbte Schätzchen mit dabei. Und mein persönliches Highlight, wirklich diese wunderschöne Projekttasche, die am 24. mit einem Knäuel Wolle da drin war. Da ist halt hier drin so ein Satinstoff. Ich kenne mich echt nicht aus. Also die Details, also hier, ne, auch so mit der Blätterranke genäht. Richtig toll. Ja. Also ich gehe fest davon aus, dass die handgenäht ist und das ist ein Meisterwerk. Und ich kann nicht nähen. Deswegen sind das so Sachen, die mich halt auch immer noch mal kolossal beeindrucken. Und ich bin gerade wieder in einer Projekttaschenphase. Also ich stehe voll auf schöne Projekttaschen und muss mich da sehr zurückhalten, weil ich habe eigentlich genug. Und ich habe eine Mama, die das richtig toll nähen kann. Und da dann halt auch den direkten Kontakt, dass ich quasi sagen kann, was ich möchte und sie kann es umsetzen. Aber ich kann es selber nicht. Das heißt, ich kann das absolut ja, appreciaten und finde es wahnsinnig toll und habe mich riesig, also wirklich riesig drüber gefreut. Über die Wolle auch. Also das darf man nicht falsch verstehen. Aber das hier war so das Highlight in diesem Kalender, tatsächlich, wo ich mir so dachte, es ist so schön. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die handgenäht ist. Also schon mit der Maschine, aber halt von Saskia selber genäht. Und dass sich jemand die Zeit genommen hat, sich da hingesetzt hat und für mich so eine Tasche genäht hat. Das ist halt einfach das, was so richtig, so ein richtig warm, kuscheliges, wohliges Gefühl gemacht hat. Und ich, wie gesagt, farblich spricht es mich voll an und perfekt. Richtig perfekt. sowas liebe ich sehr. Genau. Also auch da die Austauschsprache für das Formular, die war Englisch, weil eben das von einer Schottin organisiert wurde, die natürlich dann verstehen muss, was man antwortet. Aber ich würde sagen, das kann man mit einem Übersetzer alles irgendwie machen. Man konnte, wie gesagt, auch angeben, dass man nur national verschicken wollte. Und das, ja, kann dann den Austausch natürlich erleichtern, wenn du jemanden hast in der eigenen Sprache. Aber solche, ja, Garntauschgeschichten sind schon richtig cool. Also das, ja, macht mir arg viel Spaß. Dann der fünfte Adventskalender, der jetzt ein bisschen außer Konkurrenz läuft, den ich dir aber trotzdem gerade noch schnell zeigen möchte, wobei ich glaube, ich habe da keine Videos von gemacht. Das ist ein Adventskalender von meiner Mama, die einfach wohl aus ihrem Stash geschnappt hat und von der sie dachte, dass sie mir gefallen könnte und dann für die Adventssonntage auch eingepackt hat. Und das ist ziemlich cool. Das finde ich wirklich cool und es ist auch wieder so eine Idee. Eigentlich ist das doch was, das könnte man auch mit irgendeiner Strickfreundin oder einer Strickbekanntschaft oder über Social Media organisieren, dass man sowas macht. Denn ich glaube, jeder hat irgendwo im Stash. Also dann kann man ja die Parameter selber entscheiden, ob das wirklich ein Adventskalender für jeden Tag wird oder auch mit verschiedenen Dingen außerhalb von Wolle oder für die Adventssonntage oder so.
weil irgendeinen Strang hat man immer im Stash, den man vielleicht nicht mehr verstrickt, weil einem die Farbe nicht mehr gefällt, weil er von einem Projekt übrig geblieben ist, weil man da ein ganz bestimmtes Projekt geplant hat, das man aber nicht mehr stricken wird, etc. pp. Gibt es ja viele Gründe. Also die Idee, sowas selber zu machen, finde ich eigentlich auch richtig cool. Es waren bei mir zum Beispiel Stränge von Schwedenrot Yarns dabei. Einmal die Farbe Mrs. Grey und Hunter, also so ein helles Grau und ein Waldjägergrün. Was hatten wir noch? Es war noch ein Strang von hier Ching Fiber dabei. Richtig cool auch, also so hellblau-Grüntöne mit leichten Speckles. So richtig so eine icy Farbe. Super schön. Die drei würden zumindest in diesem Licht auch irgendwie zusammenpassen. Mega coole Geschichte. Und dann waren hier noch ein Rest in so Herbstfarben mit zwei Minis vom Mondschaf dabei. Einmal Truth or Consequences und Azeroth. Richtig cool. Also die passen dazu. Könnte man also, das wäre definitiv genug für Socken oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das hier für Wolle ist. Ich weiß auch nicht, ob Mama weiß, was das für Wolle ist. Ich glaube, die hat sie auch mit einer Freundin getauscht oder so. Aber wie gesagt, mega coole Idee. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, das war's. Das waren meine Adventskalender, die ich so in diesem Jahr hatte. Genau. Wenn du Fragen dazu hast, etc., dann lass die gern unten in den Kommentaren. Ansonsten erzähl gern, was du für Adventskalender hattest und ob du sie cool fandest oder ob du dich irgendwie auch, ja, was heißt, geärgert hast oder ob deine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle und hoffe, du hast noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.